So, hey Leute, damit auch willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Dinotopia. Und ihr habt ja mitbekommen, es ist so einiges hier passiert in letzter Zeit. Jonas Haus wurde gesprengt, wir mussten uns an Dengel rächen. Und ja, Leute, die U-Bahn wurde wieder, ja, zerstört. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Wir wollen uns nicht von sowas in Laune vermiesen lassen. Es gibt nicht auch eine sehr, sehr gute Nachricht. Und zwar habe ich letztens wieder mal ein bisschen gefarmt und Folgendes gefunden. Eine echte Spinosaurus-DNA. Und ihr wisst ja, Leute, der Spino ist einer meiner Lieblingsdinos. Der Dino mit dem großen Kamm auf dem Rücken. Und diesen wollen wir doch mal gleich kultivieren. Alles, was wir dafür brauchen, haben wir, glaube ich, auch schon. Nämlich in unserer Ranch. So, da müssen wir jetzt erstmal hingehen. Ich weiß, es ist ein weiter Weg, aber wir können das schaffen. Ne, da will nämlich der T-Rex schon die ganze Zeit hin. Guckt euch seinen Kopf an, der denkt sich die ganze Zeit so, ja, meine kleinen Schweinchen, euch kriege ich noch. Aber nee, mein lieber T-Rex, so weit kommt es nicht. Denn ich brauche euch selber für ein bisschen Fleisch. So, eins reicht nicht, zwei auch nicht. Wir nehmen lieber mal drei, wie alle guten Dinge. Gut, jetzt haben wir drei Fleisch und was müssen wir damit machen? Richtig, in den Culture Vat. Das heißt, auf zum Labor. Genau, Leute, ihr seht schon, ich bin hier mit meinem Jetpack unterwegs, welches auch gleich kaputt ist. Aber noch können wir damit wunderbar fliegen. So, wollen wir mal schauen und Nummer 3. Nee, Quatsch, Nummer 2 war das hier. So, einmal das Fleisch hinein. Und in 0,x sollte ein Spinosaurus-Ei entstehen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Weil Leute, stellt euch mal vor, ein Spino in unserer Welt. Das war ja schon damals so in Minecraft Dinosaurs, ne? Da hatten wir einen Spinosaurier und der hat wirklich für Ordnung gesorgt hier auf dem Server. Ne? Und dann nochmal ein Thema, was mir auch einige in die Kommentare geschrieben haben. Pascal, du hast ja mal erzählt, es soll bald ein neues Projekt geben. Ja. Da habt ihr nämlich vollkommen recht, Dinotopia wird sich so langsam dem Ende neigen, das habe ich glaube ich schon oft genug erwähnt. Und ist natürlich die Frage, was kommt jetzt für ein Projekt? Wird das wieder ein Multiplayer-Projekt sein oder wird das doch lieber Einzelspieler sein? Denn ihr wisst ja, hat beides immer Vor- und Nachteile, ne? Im Einzelspieler kann man alles selber regeln, im Multiplayer kann man geradet werden und ganz viele andere Dinge, Leute. Aber gut, ich dachte mir, wir sind eine Community, wir wollen doch mal wieder was Cooles zusammen machen und deswegen bin ich der Meinung, lasst uns doch ein geiles Community-Projekt machen. Was es genau sein wird, werde ich noch nicht sagen, das werdet ihr in spätestens 3 Folgen erfahren. Da werde ich das nämlich genauer ankündigen, werde euch beziehungsweise vorher fragen, ob das denn so in Ordnung ist. Schließlich möchte ich auch wissen, was ihr so von meinen Ideen haltet, bevor ich da hier sonst was mache. Gut, dann können wir in der Zeit ja schon mal unsere Items hier mal sortieren, das brauchen wir nicht. Das, oh ja, Leute, eine Mondbasis. Das klingt auch sehr interessant. Was will denn Nikolius von uns auf einmal? Sehr geehrter Skalter, ich, Nikolius, habe von noch diesen Monat eine Basis auf dem Mond zu errichten. Allerdings benötige ich Hilfe. Und hier kommen Sie ins Spiel. Ich bete ihn an, mir bei dem Bau zu helfen. Natürlich erhalten Sie auch eine Belohnung. Achso, eine Entschädigung in Form von Diamanten. Okay, Nikolius, das klingt wunderbar. Ich würde sagen, wir bauen mal eine Mondbasis, ne? Wäre ich auf jeden Fall bereit zu... Das wäre doch was, Leute. Oder was meint ihr? Eine Basis auf dem Mond mit Nikolius gemeinsam. Hört sich für mich auf jeden Fall sehr gut an. Guck mal, Leute, da hat irgendjemand hier wieder bei meinem Baum rumgeworschelt. Das habe ich nämlich nicht abgebaut. Das ist auch so ein Nachteil, wenn man nämlich einen Rabauken in Dinotopia, der alles grieft. Ne? Sei es Dengel, sei es der Stammtisch, sei es die Lords oder wer auch immer. Irgendein kleiner Schlawiner wird hier gerade denken, hehehe, Skalter, das hättest du nicht gedacht, ne? Auch hier, andauernd wird das hier zerstört, ich weiß nicht, wer das ist, aber im neuen Projekt kann ich euch versprechen, Leute, sowas wird es nicht noch einmal geben, ne? Im neuen Projekt werde ich stärker darauf aufpassen, wen ich in das Projekt lasse und auch wie, ne? Da wird es dann auch Plugins geben, die das Ganze hier mal ein bisschen in Schach halten. Genau, und den Yellow sollte ich übrigens auch mal füttern, weil der verhungert bald. Jetzt mal hier mit unserem Dino-Pad schauen, sehen wir, der will das die ganze Zeit haben. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich vermute mal, es sind Kartoffeln. Aber ich weiß es nicht, Leute. Tut mir leid, Yellow. Ja, ich lasse dich auf Yellow. Du wirst für immer mein Yellow bleiben, auch wenn du bald sterben wirst. Ich hoffe natürlich, dass wir den noch irgendwie... Ja, dass wir den noch irgendwie geheilt kriegen. Also wenn ihr wisst, was das für ein Essen ist, schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß es leider gerade nicht. Ja, und er darf nicht sterben. Jedenfalls nicht in den letzten Folgen, das wäre echt traurig. Spino, wie weit bist du? Der braucht noch ein paar Minütchen, okay. Ja, wir werden nochmal auf dich zurückkommen. Wollen wir aber auch erstmal schauen. Ich habe nämlich jetzt letztens auch etwas gefunden, was ich euch unbedingt zeigen muss. So, genau, müssen wir jetzt diesmal ohne Jetpack weitergehen. Ja, ganz ungewohnt hier zu laufen. Durch die schönen Blumenfelder. Dort sind sie nämlich, meine Gardimimi. Ihr wisst, dass ich vor einiger Zeit ein paar Gardimimi hier ins Gehege gesetzt habe, die ich ja schon von A kenne.
Und die sind mittlerweile schon richtig groß geworden. Da seht ihr sie, die weiblichen. Ich glaube, das ist genau, das ist ein weiblicher. Und das ist hier ein männlicher. Und ich glaube, der hat richtig Hunger gerade. Ja, jetzt mal schauen. Ja, der hat Hunger und den kann man sogar irgendwie reiten. So die Frage, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie mit Shift. Das ist eigentlich meistens, nee, das ist hinsetzen. Kann man den dann reiten, wenn man den, wenn man auf ihn springt? Nee. Es muss doch bestimmt eine Tastenkombination geben, wie man den reiten kann. Vielleicht auf G. Nee, das ist irgendwas anderes. Wie reitet man diesen Dino, Leute? Eigentlich Rechtsklick, hier aber anscheinend nicht. Wir gucken mal, gibt es hier eine Info? Auch nicht, Leute. Wie soll ich denn nun wissen, wie ich den Gallimimus reite? Ich glaube, ja, es gab da ein bestimmtes Item. Das habe ich jetzt leider vergessen. Egal, Leute, das werden wir nochmal hinkriegen, bevor das Ganze zu Ende ist. Erstmal zurück zum Spino-Gehege. Also, mein lieber Spino, zeig mal, ob du schon da bist. In 0,nix müsste es klappen. Oder es spawnt ein Phaelosaurus und will uns vernichten. Diese zwei Optionen gibt es heute. So, und ihr hört auch vielleicht im Hintergrund, ist gerade andere Musik. Und da wollte ich euch nochmal fragen, was haltet ihr generell von Musik im Hintergrund? Ja, weil ihr wisst, ich habe damals bei Minecraft Dinosaurs nie Musik verwendet, außer die Minecraft-Musik. Und dann bei Minecraft Dinotopia dachte ich mir, okay Leute, jetzt muss mal Musik rein. Ein bisschen Spannung hier. Aber da gab es auch einige, die dann geschrieben haben, nein, Askalter, das ist nicht gut, Musik ist nichts Schönes. Lass doch einfach nur die Ingame-Sounds laufen. In Ark ist es wie nach wie vor, dass ich keine Musik benutze, weil ich einfach die Ark-Ingame-Sounds ein bisschen hervorheben will. Aber ich meine, in Minecraft finde ich das eigentlich schon ganz schön, schafft eine tolle Atmosphäre, ist aber natürlich auch immer Ansichtssache. Und ihr seht schon, Leute, wir haben hier jetzt unser Spinosaurus-Ei und oh mein Gott, das ist ein echter Spinosaurus. Na, wenn der erstmal schlüpft, ich bin so gespannt, Leute. Müssen wir unser Jetpack hier holen. Zack. Und ich kann wieder fliegen. Wo wollen wir unseren Dino denn spawnen lassen? Ich würde sagen, auf der fliegenden Insel ist nicht so schlau. Wenn er runterfällt, dann kriegt er Schaden. Dieser Tempel wäre natürlich auch gut geeignet. Nee, Leute, vielleicht sollten wir unserem Freund hier einen kleinen... Nee, Leute, viel bessere Idee. Aha. Irgendein Witzbold hat hier TNT im Baum geplantet. Erstmal nachgucken, was ist das für ein TNT? Was nämlich Industrial TNT ist? Ne, ist es nicht. Dann hätten wir es nicht abbauen dürfen. Gute Frage, Leute. Wer war das bloß? Wir werden es nicht herausfinden, aber ich weiß es schon. So, und diese Person darf sich jetzt mal ganz doll angesprochen fühlen. Und darf nicht im neuen Projekt mitmachen. So, okay, Leute. Dieses Ei braucht natürlich ein paar Fackeln, damit es überhaupt erst... Genau, das habe ich auch gerade im Inventar, Leute. Mist. Gut. Ach ja. So viel zum Thema altes Allosaurus-Gehege. Ich habe ja damals die Hypsu, die, ja, wie heißen die nochmal? Die Hypsis habe ich hier reingetan. Hypsilophodons, ja. Ich weiß nicht, ob die sich so gut mit so einem Spino vertragen. Ich denke nicht. Vielleicht sollten wir doch ein neues Gehege suchen. Was haben wir denn hier drin? Ich meine, es ist zu klein für so ein Spino, aber egal, Leute. Für den Anfang sollte es reichen. Und ihr seht auch schon, hier ist gar kein Dinosaurier drin. Na, hier waren ja damals ganz am Anfang die... Was waren hier drin? Ich glaube, die Deinonychus. Bis dann irgendwann hier so ein Dilophosaurus von Dark stand. Wo ich mir auch dachte, was macht der denn hier? Keine Ahnung, Leute. Schauen wir erstmal mal, dass unser Ei jetzt ausgebrütet wird. Zack, Dinopedia. Und ihr seht schon, in 0,x soll das Ei schlüpfen. Und wir haben einen Baby-Spinosaurus hier in Dinotopia. So jedenfalls die Theorie. Wie die Praxis aussieht, das müssen wir erst später erfahren. Also mein Ei schlüpft. Na, das dauert noch eine Weile, Leute. Wir sollten gespannt sein, sollten vielleicht derweil nochmal schauen, was unser Labor noch so zu bieten hat. Wir haben nämlich noch viel mehr Biofossilien, glaube ich. Sehe ich jetzt gerade keine. Eins, ja, Leute, das ist doch mal ein Versuch wert. Werden wir Glück haben oder nicht? Die große Frage. In wenigen Sekunden entscheidet sich, ob hier Sand entsteht oder nur Geknochel. Und Leute, ihr seht schon. Knochenmehl, ja. Okay, ja. Egal, wir gehen weg. Nee, Leute, das ist eigentlich meistens so, ne? Man hat da immer Pech. Außer manchmal, Leute. Dann kriegt man natürlich Spino-Eier. Wäre natürlich auch langweilig, wenn das jedes Mal der Fall wäre. So, ihr seht schon, die Seiten sind irgendwie leer. Die sind irgendwie immer leer. Aber die funktionieren. Das erinnert mich auch an Minecraft Dinosaurs, wo einfach immer alles rumgebuggt hat. Manchmal haben die Seiten gar nicht funktioniert. Manchmal ging das mit den O nicht. Ja, mittlerweile geht das eigentlich relativ gut. Ja, wo wir jetzt noch beim Thema Mods sind, viele haben mich auch mal gefragt, Askalter, welche Mods sind hier denn eigentlich jetzt auf dem Server? Du hast ja so ein kleines Geheimnis drum gemacht. Wann wirst du denn mal das Modpack veröffentlichen? Dann muss ich mich nochmal erkundigen, wie das rechtlich ist mit dem Modpack. Ob ich das einfach so jedem schicken kann oder ob ich das vorher irgendwie
weiß ich noch gar nicht, Leute, aber ich würde euch sonst mal die Modliste irgendwann in die Beschreibung packen. Spätestens zur letzten Folge werdet ihr Bescheid wissen. Ja, und wenn ihr die Map wollt, könnt ihr die natürlich dann auch eventuell downloaden. Wobei, da muss ich nochmal schauen, denn da brauche ich natürlich auch die Einverständnis von allen Teilnehmern. Gut, ihr seht auch schon, Leute, das Ei ist fast fertig. Bald müsste hier ein kleiner Spinosaurus stehen. Genau, Waypoint brauchen wir hier nicht setzen. Wir wollen nur gucken, dass er fertig wird. So, Leute, wenige Sekunden. Noch 10 Sekunden, die wir warten. Und dann haben wir einen neuen Freund hier in Dinotopia. Dann kann ich schon mal die Fackel hier abbauen. Und, oh nee, Leute, wir haben noch gar kein Essen hier für unser kleines Baby. Das ist natürlich schlecht. Ohne Essen kommt man nicht weit. Leute, da ist er, ein Spinosaurus. Und guck mal, wie groß er schon als Baby ist. Ich hatte ihn gar nicht so groß in Erinnerung. Und ich finde ihn einfach sowas von geil, Leute. Es gibt nichts Cooleres als einen Spinosaurus hier in Minecraft Dinotopia. Und da seht ihr auch schon, Leute, der frisst theoretisch alles. Aber ich weiß, der hat so eine ganz besondere Vorliebe für Fisch. Also, mein Freund, dir werden wir auch Fisch bringen. Der ist nämlich noch untamed, der braucht Fisch. Und für Fisch haben wir ja so einen kleinen Spezialisten, nämlich unseren Moser. Falls er überhaupt noch Fisch produziert. Ich glaube, der macht momentan Pause. Der hat keine Lust mehr. Aber der hat früher wirklich immer Fisch ohne Ende produziert. Damals in Minecraft Dinosaurs. Ja, mittlerweile sieht das wohl anders aus. Ja, die haben das wohl geändert. Das ist natürlich sehr schade, Leute. Naja, da müssen wir einen anderen Weg finden, um an Fisch zu kommen. Ja, muss ich wohl doch angeln lernen. Irgendwann trifft es jeden. Gut, und dann können wir hier das auch nochmal verschönern. Ihr wisst ja, ich nehme hier alles sehr ernst. Die ganze Landschaft muss glänzen. Jeder Block muss sitzen. Zack. Und vielleicht hier nochmal. Nee, Leute, das macht eh keinen Sinn mehr. Aber ihr erkennt mich ja. So, nochmal mal zurück zum Spino. Tut mir leid, wir haben kein Fleisch für dich heute. Vielleicht gebratenes Fleisch. Ich meine, das essen Dinos glaube ich nicht. Aber egal. Vielleicht ist das ja besser als gar nichts. Hier, für dich. Wow, das essen die auch, Leute. Perfekt. Ja, der guckt mich nur an und denkt sich so, ja, Skalter, wirf mir nur mehr zu. Wirf mir nur mehr zu. Und ich werde immer noch nicht getamed sein. Mist. Naja, Leute. Das war's dann noch mit dieser kleinen Folge Minecraft Dinotopia. Ich hoffe auch, ich fasse mich die ganze Zeit. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch weiter viel Spaß. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal.